Da rennen Ron und Hermine panisch davon, voller Angst und Schrecken in die große Halle, wo wir das Spiel beenden könnten, was wir allerdings noch nicht machen, denn uns fehlen noch ein paar silberne Bildkarten und alle goldene Bildkarten und die bronzene Bildkarten, keine Ahnung, ob wir die noch holen. Ich wüsste auch jetzt nicht, wo die ganzen Karten sind. Deswegen müssen wir uns auf Suche begeben und erstmal schauen, wie wäre es mit einem kleinen Handel? Wer uns die silbernen, Bildkarten verkauft. Oh, Spiel. Und wir sehen schon, wir haben einen Bohnenmangel, ein Bohnendefizit, was wir ausgleichen müssen. Warum werden dich deine Freunde beneiden, Harry? Und dafür werden wir jetzt Bohnenfarmen gehen. Das können wir als einziges und am besten nicht bei der Hauspunkteauswertung, sondern bei den Zauberer-Duellen. Da werde ich ein paar zeigen, dann werde ich vielleicht das Ganze in der Aufnahme beschleunigen, weil sich das hinziehen wird. Wahrscheinlich werde ich auch vor lauter Reden die ganze Zeit failen. Auf jeden Fall können wir hier erstmal für 10 Boden ein Zauberer-Duell beschreiten. Gewinnen wir, verdoppelt sich unser Gewinn. Verlieren wir die Harry, Hälfte. Harry, du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Wieder nicht. Oh Gott. Okay, ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Genau, jetzt können wir mit dem dritten Zauber reflektieren wir den Zauber. Mit dem ersten machen wir Schaden. Mit dem zweiten nicht schon wieder verwirren wir den Gegner. Mit Rechtsklick wechsle ich außerdem den Zauber. Das heißt, wenn ich jetzt hier statt Linksklick Rechtsklick machen würde, hätte ich den Zauber gewechselt. Wie unloyal. Ja, tut mir leid. Ich wollte nicht. Also, nochmal zur Erklärung. Erster Zauber Schaden, zweiter Zauber verwirrt den Gegner und der dritte Zauber reflektiert den Zauber vom anderen. Oder beziehungsweise den eigenen, wenn er die ganze Zeit hin und her geschickt wird. Und umso öfter er hin und her geschickt wird, umso stärker wird der Zauber. Das heißt, er, ja, anstatt schwächer zu werden, weil er immer länger unterwegs ist, wird er immer stärker. So wie es realistisch ist. So wie man es auch annehmen würde. Darf ich jetzt deine nächsten Gegner präsentieren? Ravenclaw. Es ist Ravenclaw. Und am Anfang könnten wir eigentlich einfach hier stehen. Ganze Zeit reflektieren. Der Gegner ist nicht mehr scharf. Und dann haben wir ihn auch schon besiegt. Jetzt hätten wir nochmal 15 Bohnen. Also hätten wir jetzt insgesamt 10 plus 15 schon 25 Bohnen Gewinn gemacht. Und haben dadurch den nächsten Gegner freigeschaltet und immer so weiter bis zum letzten. Und beim letzten kriegt man dann, glaube ich, immer 200 Bohnen pro Gewinn. Wenn mich das jetzt nicht irrt. Ich frage mich allerdings, wie viel der nächste Gegner an Bohnen bringen wird. Erstmal einen Trank trinken. Ich frage mich gerade, mit dem Zauberer-Duell einen Trank trinken können. Echt 20? Nach einer Weile verändert sich auch das Spielfeld. Im Moment ist es recht langweilig, gebe ich offen zu. Aber das wird sich noch verändern. Es tut mir leid, ich will dir nicht wehtun. Aber ich muss es tun. Für die Zuschauer. Für YouTube. Dass du es tatsächlich geschafft hast, Hufflepuff zu besiegen. Du hast einfach nur Glück gehabt. Hey, lass uns doch mal den Sieg. Da kriegt man beim letzten 100 Bohnen. Ich weiß es gerade nicht. Und die Frage ist natürlich, ob wir in dem Spiel 100% machen wollen. Wenn wir 100% machen wollen, dann müssen wir auch noch alle Quidditch-Spiele gewinnen. Und ja, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig, alle Quidditch-Spiele nacheinander abzurattern. Deswegen könnt ihr jetzt hier in die Kommentare schreiben, ob ihr auch die Quidditch-Spiele sehen wollt. Ja, so toll sind die nämlich eigentlich gar nicht. Guck, hier haben wir jetzt tolle Hindernisse, die wir benutzen können. Oder einfach warten, bis er zaubert. Das machen die gerade eben. Schlag zurück! Slytherin ist unbedingt schwer. Slytherin ist schlecht. Hast du das gesehen? Er hat nichts abgewehrt, Snape. Nein! Snape! Ich möchte doch nur von Snape akzeptiert werden. Nur einmal. Okay, können wir das auch überspringen? Ja, können wir. Okay. Wenn wir das in Zukunft auch tun. Unser nächster Gegner wird wieder, glaube ich, genau Gryffindor sein. Mit 9 Hindernissen. Krassen, aufwendigen Hindernissen. Jetzt stehen nämlich die Bücherregale andersrum. Harry, ja, und jetzt kann man... Ein Mitglied aus deinem Team war das gar nicht hier. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. In irgendeinem Level konnte man die Bücherregale dann, wenn man dagegen gedruckt hat, zur Seite schieben und sich dadurch wirklich eine wirkliche Barriere zu machen. Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Ja, ist okay. Ist okay. Alles, was ich mache, ist schlecht. Oh. Ach, und hier sehen wir die Rangliste.
den ersten, also die ersten vier hier unten haben wir schon besiegt. Und jetzt kommen die nächsten. Stand da unten links plötzlich was? Ich habe gerade gedacht, das wäre ein Spielechat. So, 50 Bohnen. 50 Bohnen sind doch schon mal mehr als nicht 50 Bohnen. Oh, und ich glaube, das war jetzt, wo mir die Bücherregale heute zur Seite schieben können. Komm, da. Ja, ich habe mich noch dran erinnert. Nein, nicht Mimblewimble, das ist langweilig. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm schon. Komm schon. Genau, das macht auch gut Schaden. Und du bist anscheinend zu schlecht. Ich muss mich echt konzentrieren, sonst verliere ich hier noch gegen Slumin. Ja. Ich weiß. Noch mehr Bohnen. Für uns. Und wieder ein Ravenclaw. Ach, wir könnten uns gleich nochmal die Namen angucken, damit wir auch wissen, wen wir fertig machen. Und jetzt ist es in 20er Schritten. Gerade eben war es noch 50. Also kann es doch sein, dass am Ende wir auf 200 Bohnen stoßen. Oh, die bewegen sich. Es ist Ravenclaw. Und wenn wir dagegen zaubern, prallt es nicht ab, sondern fliegt oben drüber. Okay, das ist... Der arme Potter scheint nicht ganz die Kraft zu haben. Oh, nein, au! Warum tust du so etwas? Ja, gut, das ist jetzt irgendwie extrem kacke. Oh, nee, okay, so gefällt mir das. Ravenclaw. Komm schon, lass dich nochmal. Auf, dass dir das nicht zu Kopf steigt, Potter. Expelliarmus. Wollen wir mal hier links das Ganze probieren? Oh, okay, wenn wir ganz links stehen, dann kommen die Gegenstände anscheinend nicht bis zum Rand. Das gefällt mir schon mal besser. Dann können wir hier ganz... Oh Gott, wenn ich davon getroffen werde, sterbe ich. Interpedialog all. Ich glaube, da fehlt irgendwas. Okay, so, also als nächstes müssen wir uns Julia stellen. Los, Julia. Gib uns deine Bohnen. 100. Bekommen wir am Ende 400. Oder 300. Heute, weil eigentlich könnten wir es ja schon gebrauchen. Julia. Expelliarmus. Lässt du dich auch gut treffen? Wie der andere? Oder wird hier das... Konnte man die nicht mit dem Körper irgendwie aufhalten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Genau. Nee, doch nicht. Auf jeden Fall wird man aber rumgeschoben. Okay, das war riskant. Du musst schon... Genau. Ich glaube, du hast... Au! Oh Gott! Ich verliere so viel. Okay, okay. Jetzt müssen wir safe spielen, sonst müssen wir nachher noch Bohnen farmen, um Bohnen farmen zu können. Lass dich treffen. Komm schon. Du willst es doch auch. Los, bitte. Yes. Und noch ein letztes Mal. Go, go, Harry Potter. Du machst sie fertig. Kann ich denn auch immer dann um die Gegenstände... Oh. Tja, passiert. Julia, du hast es nicht geschafft. Ich glaube, jetzt werden wir uns mit Emily anlegen. Hallo, Emily. Ja, ich möchte... Okay, der letzte Gegner wird 200 sein, so wie ich es angenommen habe. Also lag ich richtig. Hallo, Emily. Ein guter Kampf. Fair. Harry, du Spieler trittst gegen KI. Ein Mitglied aus deinem Team an. Go. Aber erwarte nicht, dass dein Kampf da konnte man, glaube ich. Was will ich zeigen? Genau. Ah, das fand ich so lustig als Kind. Nein! Was tust du denn? Ich bin doch in deinem Haus. Wir sollten doch zusammenarbeiten. Ach, wir können so die Balken umgehen, wenn wir die ganze Zeit dabei hin und her laufen. Okay, dann werden wir das auch in nächster Zeit... Oder eigentlich können wir ja in der Mitte stehen bleiben. Aber ich fand das als Kind eigentlich echt lustig. Ich meine, man hat Zauberer-Duelle gemacht. Das konnte man im Gameboy-Spiel, glaube ich, auch. Das Gameboy-Spiel war ja so aufgebaut wie Pokémon, nur dass man drei hatte. Also einmal Ron, einmal Hermine und einmal Harry. Und dann konnte man hier die Zauber immer abwechselnd auf die Gegner werfen. Also das war ein GRPG. Aber das war das Gameboy-Spiel. Vielleicht hat es ja auch einer von euch. Das war lustig. Und jetzt unser letzter Gegner, Eric. Eric. Wie viele Bohnen habe ich mittlerweile? Okay, da
200 Bohnen nochmal oben drauf oder 200 Bohnen verlieren. Ich glaube allerdings, ich will die Bohnen doch gewinnen. Es wär doch ganz nett. Ja, ich weiß. Und wir haben hier eine extrem kleine Arena. Deswegen kommt es wirklich auf das reine Klickgeschick an. Allerdings habe ich in den Jahren, glaube ich, genügend Klickerfahrungen in Osu gesammelt. Allerdings sollte mal die KI verlieren. Dankeschön. Expelliarmus! Okay, 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 noch einmal. Expelliarmus! 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 Oh, armes Slytherin. Wie viel hat die Karte gekostet? Immer 250 ungefähr, oder? Uns fehlen jetzt noch 4. Das heißt, wir bräuchten 1000 Bohnen, um alle zu erwerben. Dann liege ich da richtig. Und ich will auch eigentlich 200 Bohnen da noch übrig haben, damit wir ihn wieder herausfordern können, wenn es uns an Bohnen knapp wird. So, wo sehen wir unseren Bohnenstand? 800, das heißt, wir werden noch zweimal gegen ihn kämpfen und dann machen wir uns auch auf den Weg. Auf den Weg weiter. Die Karten sammeln. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Ich weiß. Gegen Erik. Erik. Was, Erik? Ich glaube einfach, es war Erik. Weil alles andere, dafür wäre ich jetzt verwirrt. Genauso wie er gerade eben. Expelliarmus. Stupor. Expelliarmus ist eigentlich ein Waffungszauber und kein Schutzzauber. Der Schutzzauber, wie hieß denn der Schutzzauber? Ich weiß, dass es einen gab. Wie hieß der Schutzzauber? Ich würde es gerne wissen. Wenn es einer von euch weiß, dann ab damit in die Kommentare. Ja, ich sag halt viel mit Kommentaren, aber ich weiß es wirklich nicht und ich würde das wirklich gerne wissen. Heute hast du das wäre echt praktisch. Naja, es wäre nicht praktisch, aber eigentlich kenne ich alles von Harry Potter, deswegen finde ich es enttäuschend. Wie enttäuschend. Richtig. Oh, komm schon. Da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Nein, das war Skill. Ich bin ein skilliger Zauber. Ich kann auf der Stelle stehen und eine Taste drücken. Ich drücke davor ja noch 3, um den Zauber zu wechseln, ja? Wie enttäuschend. Nein, nicht enttäuschend. Okay, noch einmal gegen, war es Erik? Ja, gegen Erik. Wir sind jetzt der Beste in der ganzen Schule. Das ging relativ schnell. Innerhalb von 13 Minuten. Ja, was werden wir dann noch machen? Nachdem wir hier die Bohnen zusammengefarmt haben, soll ich das beschleunigen? Ich meine, es ist schon extrem langweilig. Es ist immer dasselbe. Ich könnte es ja leicht beschleunigen, dann wäre die ganze Zeit meine Stimme so... Oh Gott, wenn ich es wirklich beschleunige, dann ist meine Stimme ja... So, dann ist meine... Was hast du getan? Bastard, tu mir doch nicht weh. Au! Nein, nein, nein! Ich möchte nicht. Ich möchte nicht verlieren. Da muss ich zweimal spielen. Da verbringe ich hier noch mehr Zeit drin. Oh, okay, okay. Jetzt sind wir gleich auf. Gleiche Chance für alle. Jetzt könnte ich natürlich rein taktisch gesehen den Verwirrungszauber machen. Und mit dem Verwirrungszauber könnte ich dann halt dem Risiko entgehen, dass ich Schaden kriege, wenn ich getroffen werde. Und wenn ich einen Gegner treffe, dann kann ich ihn natürlich gleich nochmal anschießen. Ja, ich schieße hier in diesem Spiel. Das ist ein Shooter. Man muss sagen, ich glaube, Harry Potter 6, das Spiel zu Harry Potter 6, welches so Shooter-ähnlich war, also wo man eigentlich nur noch geschossen hat die ganze Zeit, das hat mich dann enttäuscht, dieses Spiel. Das hat mich wirklich enttäuscht. Ich habe es dann gespielt. Und das wäre ja mal Geldverschwendung. So, noch eine Karte da. Ach komm schon, ich will dich noch eine im Schloss suchen. Yes, perfekt. Dann hätten wir alle silberne Bildkarten. Können uns auftun. Warum werden dich deine Freunde beneiden, Harry? Es tut zu. Mir leid, aber ich bin total ausverkauft. Komm später noch einmal vorbei. Zu den letzten 10 Leveln. Die kommen dann im nächsten Bonus-Level. Im nächsten Bonus-Video. Und ich schneide, soll ich's, ach, nee, ich beschleunig das nicht. Ich beschleunig das nicht, das musste jetzt einfach sein. Nächster Part wird dafür spannender. Verspreche ich, also kommt drauf an, ob ihr spannend findet, durch Aufgaben hindurchzulaufen und dabei zu zaubern. Guck mal, es ist Norris, hallo. Na?
habe leider keine Zeit zum Plaudern. Hey. Warum nicht? Entschuldigung. Ich möchte jetzt aber mit dir reden. Nein, bitte, bitte, bitte rede mit mir. Bruder meinte, wenn man ein kleines Stückchen Fledermausfell in jeden Schuh steckt, kriegt man beim Quidditch keine Blasen. Oh, dieser Tipp wird uns noch helfen. Denn wir müssen ja noch Quidditch spielen, je nachdem, ob wir wollen oder nicht. Obwohl, wir machen das. Ich will irgendwie 100% in dem Spiel. Dafür brauchen wir dann später auch nochmal alle Bronze-Bildkarten. Die werde ich dann aber, glaube ich, offscreen fahren. Ich werde ja sehen, ob euch das jetzt gestört hat, dass es nicht beschleunigt war. Ich kann ja... YouTube zeigt ja alle Statistiken an. Also wirklich alles. Und damit, also es zeigt wirklich, das zeigt an, wie lang ihr ein paar zuguckt, wann ihr aussteigt, wann ihr vielleicht vorskippt. Das kann ich ja alles relativ, naja, nicht genau, aber relativ okay sehen. Okay, ja, sehen wir die ganzen goldenen Bildkarten, die wir jetzt freispielen werden, nacheinander. Aber wie gesagt, das sehen wir im nächsten Part. Dann würde ich sagen, tschüss, bis dann, euer Harry Potter LP HD. Tschüss.